Soll ich euch kurz erzählen, wie Paris war? Soll ich euch kurz vom Wochenende erzählen, bevor wir reinstarten? Komm, ich erzähle euch. Gar nicht auf eure Antwort gewartet. So keinen juckt's, aber komm, einfach erzählen. Ja, nee, auf jeden Fall war chilliges Wochenende Paris. Er war mit zwei Freunden da gewesen. Ich bin donnerstags schon nach Köln gefahren mit dem Lambo. Hab den Lambo da abgegeben. Wer mir auf Insta folgt, hat das Ganze auch wohl mitbekommen. Ich bin donnerstags schon nach Köln gefahren, hab den Lambo da abgegeben, hab dann bei einem Kumpel gepennt. Bis Freitag und freitags morgens sind wir dann schön mit einer S-Klasse, hat der eine gemietet, schön S-Klasse nach Paris gebrettert, Leute. War auf jeden Fall geil, war chilliges Wochenende da. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Paris wart, aber so diese Champs-Élysées da und so, also das ist ja wirklich, da kannst du Geld lassen, ne? Also ich sag euch, wie es ist, ich glaube, da gibt's wirklich mehr irgendwelche Designer-Stores, als es Bäckereien gibt. Real Talk. So wie hier bei mir auf dem Dorf Bäckereien, so sind da. Nee, mehr sogar, mehr. Ich kann das gar nicht vergleichen. Da ist jedes, es gibt alles zehnmal. Es gibt 20 Prada-Stores, 30 Gucci-Läden, 500 Louis Vuitton. Also richtig krank da, ne? Also ich weiß, dritte Mal war ich schon da. Aber auf jeden Fall nice. Schön, Sofitel Hotel waren wir. Boah, Essen war auch wild, ne? Wir waren richtig gute Restaurants essen. Schön mit Eiffelturmblick. Hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall nice. Bin nur ein bisschen broke, weil ich habe die letzten Nächte echt zu wenig geschlafen, ne? Zeig mal Bentley. Ja, der Bentley ist ja noch nicht da. Den Bentley habe ich bestellt. Also Leute, für euch jetzt ist es offiziell, der Lambo ist nicht mehr bei mir. Ich habe den Lambo jetzt offiziell weggegeben. Verkauft. Lambo. War eine schöne Zeit, verkauft. Mich haben auch extrem viele auch zum Beispiel meine Freundin und so, die haben mich auch gefragt so, yo, wird dir der Lambo fehlen? Warst du traurig, als du den abgegeben hast? Leute, ich sag euch ehrlich, ich war nicht traurig, als ich den Lambo abgegeben habe. Was hat Essen gekostet? Oh, Essen in Paris teuer, Bro. Also wirklich teuer. Es ist schön, aber ich war auch wieder richtig froh, hier bei mir wieder auf dem Dorf zu sein. Weil ich sag dir ehrlich, in Paris ist gefühlt jeder ultra reich, jeder todesviel Geld. Und das ist ja auch dann irgendwie so ein bisschen Stress immer so, weißt du? Also alles kostet halt so viel. Und da bin ich hier lieber bei mir auf dem Dorf und esse für 3,50 Euro einen Döner hier, als immer jeden Tag da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau, auf jeden Fall die Frage, ob ich den Lambo vermissen werde. Ich sag euch ehrlich, der Lambo, ich war nicht traurig. Vielleicht werde ich den Lambo noch vermissen, kann sein. Aber ich war nicht traurig, als ich den Lambo abgegeben habe. Echt nicht. Das Ding ist, ich bin durch mit dem Lambo. Also das war eine schöne Zeit. Ich hatte den jetzt fast genau 2 Jahre. November 2019 habe ich den bekommen. Es war geil. Es war eine schöne Zeit mit dem Lambo. Ich habe Spaß gehabt. Aber ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt, das Auto zu fahren. Vielleicht fühlt ihr es jetzt, es hört sich jetzt vielleicht ultra abgehoben und scheiße an. Versteht mich nicht falsch. Lambo war schon immer mein Traumauto. Und es war ein Traum, den ich mir erfüllt habe, diesen Lambo zu haben und 2 Jahre fahren zu dürfen. Aber ich sag euch, wie es ist. Ich hatte wirklich keine Lust mehr, das Auto zu fahren. Es war mir zu stressig. Lambo fahren ist irgendwie stressig. So, das ist ja, du kannst ja nicht überall damit hinfahren. Du kannst nicht überall damit parken. Dann machen Leute Auge. Dann kommst du in die Tiefgarage nicht rein. Dann, Bro, nach Köln. Ich hab einmal gestoppt auf der Hälfte der Zeit nach einer Stunde, weil mir einfach mein Rücken wehgetan hat. Ich bin einfach zu alt. Bin zu alt für Lambo. Und ich bin 24. Meda, Dankeschön für dein Sub. Ich habe wirklich, nach einer Stunde habe ich eine Pause gemacht, habe mich ein bisschen bewegen müssen, weil, ey, mein Rücken ist gestorben. Ich brauche was Gemütlicheres. Deswegen, also es war eine unfassbar schöne Zeit mit dem Lambo. Ich werde das Auto hat auch immer Safeness, einen Platz in meinem Herzen, weil es einfach, wie gesagt, schon als kleiner Junge, das hat mir meine Mom erzählt, als kleiner Junge habe ich schon immer Mambo Chino gesagt. Ich war als kleines Kind zu dumm, Lamborghini zu sagen, habe Mambo Chino dazu gesagt. Ich glaube, das ist wirklich der Traum von jedem kleinen Jungen, so ein Lambo zu haben, und den Traum habe ich mir erfüllt. War sehr nice. Aber ich freue mich unfassbar auf den Bentley. Und deswegen war ich auch gar nicht traurig, dass ich den Lambo jetzt abgegeben habe. Also ich habe den wirklich da abgestellt in der Garage bei Lamborghini Köln. Habe den nochmal angeguckt und dachte mir so, war eine geile Zeit, Bro. War schön. Aber ich freue mich unfassbar krass auf den Bentley. Leute, ich sag euch, wie es ist, der Bentley, der wird zu wild. Kommt wahrscheinlich im März, April. Circa. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Paris hat mir geisteskrank gefallen. Bleibt der Lambo in GTA 5 RP? Ja, ich denke, der Lambo wird bleiben. Also, auch wenn ich den Lambo jetzt an sich so nicht mehr habe, es ist ja irgendwie schon noch so ein bisschen so mein GTA-Auto, ne? Also, ja, wir können uns ja mal in GTA mein Bentley tunen, wenn ihr Bock habt. Den können wir eigentlich mal so in GTA-mäßig tunen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Lass uns das gleich mal machen. Sollen wir das gleich mal machen? In GTA mein Bentley tunen? So wie der circa aussehen wird? Weil ich habe da nochmal, ich kann euch mal das Bild zeigen, als ich da bei Bentley war, habe ich ein Bentley gesehen, allerdings ein Bentayga, also den SUV, nicht den, ich habe mir ja den GTC bestellt, also den Continental GT Cabrio, und da war ein Bentayga gestanden, das war der SUV, aber der hatte dieselbe Farbe, wie ich auf meinem Bentley auch habe,
Und damit ihr die Farbe mal seht, die Farbe sieht so geil aus. Warte mal, wo ist das Bild? Ich zeige euch mal die Farbe von dem Wagen. Die heißt Eis. Die Farbe heißt einfach Eis. Das ist zu wild. Also das ist jetzt irgendein random Bentley, der da stand, ne? So, nur damit ihr mal die Farbe seht. So, das ist wirklich so ein Weiß, was ganz leicht ins Bläuliche geht. Ihr könnt ja hier sehen an der Seite, seht ihr das da? Guck mal, an der Seite, da steht ein normal weißer Bentley, daneben stand da. Man sieht jetzt nur den hinteren Teil. Das normale Weiß, also ihr seht, das Weiß geht mehr so ins Bläuliche. Und ich habe halt eben auch so Chromkühlergrill genommen. Ich habe halt eben auch so einen Chromkühlergrill genommen. Also das wird so ähnlich wie das hier wird quasi dann meine aussehen. Also ich finde es ultra schön, die Farbe. Ihr könnt ja mal reinschreiben, dieses Eis, so weiß, ganz leicht babyblau-mäßige. Ich finde es sehr nice. Ich finde es wirklich sehr, sehr nice. Dann hier Interieur habe ich auch noch ein Foto gemacht. So wird mein Bentley auch von innen aussehen. Ich habe ja auch dieses helle Leder genommen innen drin. Also auch quasi, so wird meiner dann von innen aussehen. Also ich freue mich geisteskrank drauf. So viel dazu. Ja. So sieht das aus.